So, hallo und herzlich willkommen hier beim Buddy Club und mit mir zusammen hier bei The Beginner's Guide sind der JD und der Usin. Hallo. Hi. Und die beiden Nasen haben das gute Stück, was auch immer, schon gespielt, schon gesehen, schon Kernbohrung durchführen. Schon kerngebohrt. Keine Insider-Witze hier. Ja, ja. Und ich bin noch total im Hashtag Neuland und Gott, das wird ja eine Session hier. Wir schauen jetzt mal, was das Ding hier kann. Und mir wurde schon gesagt, wenn ich auf Spiel starten klicke, fängt dann zu bubbeln wohl. Deswegen tun wir das doch mal. So real, Widescreen, Alter. Bitte Audio einschalten, ne? Uiuiui. Ach wat. Voll kompliziert, Mann. Brauchst du auch, ja, ist wichtig. Hi there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. Geht klar, Mann. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Mit schwarzen But what Boxen. I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. Naja. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like nichts. About all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. Not done. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Das eben war ja definitiv mal kein Spiel, sondern einfach nur eine Map. Also das ist ja schon mal grenzwertig. Ja, das wird sich schon noch klären, ja. Aber ich fand's, da wir jetzt hier gerade so ein bisschen Pause haben, fand es schon mal ganz schön. Ich meine, manche von euch wissen ja vielleicht, dass JD und ich auch ein bisschen immer wieder am Basteln sind, was eigene Spiele angeht. Und dieses immer wieder Sachen machen und wegwerfen und nie releasen hat mich so ein bisschen an uns erinnert. du wirst dich hier oft in diesem, ich nenne es mal, Spiel wiedererkennen. Also dieses Spiel lässt viele Interpretationen. Naja, so, das findet sich hier recht schnell wieder. Vor allen Dingen, wenn man selber Spiele entwickelt. Also, ja. Also ich glaube, das ist ein Kopfschmerz.
Was? Lüstermaschine aktiv? Was this game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Huh? War ja klar. Es soll brennen. Ah ja, okay. Generic. Hm. Passiert hier auch was, oder? Oder ist das ein typischer Walking Simul... Hallo? It kind of looks like this game was abandoned mid-development. Nein! For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters somewhere. But then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Und hier clipping fehlt, ne? Ui. I love how you can see the bottom of the universe. Ich wollte es gerade sagen, ey. Ja, das ist, ja. Wenn ich sowas releasen würde, würde ich mich umbringen. Macht alles Sinn. Apparently this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Ah, danke. Nee, mach's doch. Okay. Dann haben wir Zeit zu reden. Na. Or, if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Danke. Nee, dann bleiben wir doch mal hier stehen. Ja, macht alles voll Sinn. Es ist auf jeden Fall lösbar, ich hab's auch gelöst gehabt. Ich bin extra zurückgelaufen. Ich denke mir auch schon, dass das lösbar ist, aber es wird wahrscheinlich auch sehr viel. Gar nicht so schwierig. Sehr viel Zeit fressen, oder? Wenn ich jetzt hier. Aber es ist wahrscheinlich jetzt so, ich meine, Usin und ich werden wahrscheinlich hier, also ich sitze zumindest hier und schmunzel so ein bisschen vor mich hin. Aber Domme wird natürlich eigentlich so dieses mega mäßige WTF über dem Kopf haben. Ja. Nee. Ich finde diese Konstellation eigentlich gerade relativ witzig. Ja. Nur schon durch die Tatsache, dass Domme schon ein Easter Egg vergessen hat. Danke für die Info. Nee, ist eigentlich total nicht wichtig. Es ist einfach, sagen wir mal so, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dann fällt einem das bei erneuten Durchspielen sofort auf, weil er später nochmal darüber reden wird. Okay. Ja, das sind die Sachen, die mir nicht auffallen können. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Der voll nach einem Engine Room aussieht. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the Whisper Machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. Wärmefeld. Your body could stop the beam. Yeah. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Nö. Weil das keinen Sinn macht. Ich stelle mich doch nicht in den Strahl. Bist du dumm? Ich will hier raus. Hallo. Nope. Das sind halt so, weißt du, das ist so typisch, wo ich, wenn wir uns über Spielideen unterhalten, sagen würde, Alter, was hast du geraucht? Stell dich in einen Strahl. This is not a branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. Danke für die Motivation. Das ist so schön, dass er halt darauf reagiert, wenn man so eine Gewissensbisse hat, bis man in diesen scheiß Strahl da reinläuft. Ne? Genau, ja. Ja. Der Typ klaut uns das Commentary hier. Danke schon, Arschloch. So, hier, tot. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Okay. Ich da jetzt noch mal reinlaufen? Ich weiß nicht. Naja. Ah, lo. The beam causes you to start floating. Nein. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system.
Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. Yeah. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Ja, hau mal rein, ne? Ich kam mir gerade ein bisschen verarscht vor, als ich da plötzlich in die Luft fliege. Hätte man jetzt eigentlich aus der Tür nochmal rausgehen können? Das finde ich ein geiles Easter Egg. Das hier ist eigentlich das erste wirklich emotional hochwertige Level. Ich meine, beiden vorher, das waren sozusagen einfach Projekte, die nie fertig wurden, aber. Also Prototypen. Also einfach so Prototypen im Endeffekt. Ich meine, das kennt man ja aus der Entwicklung. Man fängt was an und probiert ein bisschen rum und dann sagt man, nee, passt nicht. Genau. Try walking backwards, ne? Ich will mit. Ach so. Mhm. Okay, ich kann nicht vorwärts laufen. In this game you can only walk backwards. Ich finde es schön, dass er mir meine Aussage gerade bestätigt. Halt, ja, okay, aber also, klar. Du versuchst es. Die Vergangenheit lag hinter dir. Ja, es ist halt so dieses, ihr. Ja, oder also ihr, immer. Musst halt immer gucken, wo du. Eigentlich schon fast paradox. Wo du halt hinläufst. Warum? Du weißt im Prinzip eigentlich nicht, wo du hinläufst. Ne? Was ich jetzt nicht verstehe, ist, was soll das für einen Sinn haben, das hier. Naja. Ah, denke mal an das Prinzip, why not? Ja, ja. Richtig. Warum sollten wir es tun? Weil. Fuck you. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Zukunft war noch nicht zu sehen, ne? Dann musst du wahrscheinlich wieder zurücklaufen, oder? Musst nur gucken, dass du nicht plötzlich mit dem Rücken zur Wand stehst. Naja. Warum ändert sich die Zukunft ständig? Kann ich nicht wieder hier hingehen? Das ist wirklich so hochtrabend eigentlich, ne? Vor allen Dingen, weil das dann plötzlich so eine Wand halt auftaucht, ne? Naja, und da dann kann ich in dem Fall, dass du die Zukunft halt eigentlich nicht siehst, ne? Naja, du läufst halt irgendwo hin. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, das ist echt. Es hat schon einen hohen Interpretationswert. Also, naja. So minimalistisch halt das Ganze auch ist jetzt, dadurch, dass du halt wirklich. Ja, du kannst halt, ich meine, wenn man das jetzt nur sieht und nicht selber spielt, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber man hat halt, so geht es mir jetzt zum Beispiel, immer den Zwang, ich möchte eigentlich nach vorne laufen. Ja, aber das geht halt nicht. Mhm. Ich kann immer nur mit S, ich kann nicht mal links und rechts bewegen, ich kann nur die Maus bewegen und halt S drücken, um nach hinten zu laufen. Was halt dieses. Tut schon fast weh. Ja, ja, und musst halt echt immer so dich drauf verlassen, dass das, was ich jetzt gerade gesehen habe, wenn ich da hingucke, noch dem entspricht, was passiert. Und das ist halt dieses. Was er meint mit dem, man sieht die Zukunft noch nicht. Man weiß ja nicht, was passiert in den nächsten 2-3 Sekunden. Nee, du läufst ja im Prinzip immer blind in eine Richtung oder du kannst dir die Richtung auch nicht vorgeben. Oder so. Du kannst nicht bewusst auf etwas zulaufen, nicht genau. So richtig. Wenn sie stehen bleibt und sich umsieht, wird es klarer. Ja, das ist ja, natürlich, weil du dir jetzt halt dadurch auch alles genau anguckst, weil du guckst, okay, wo muss ich denn langlaufen? Ansonsten läufst du einfach und machst das währenddessen und so musst du halt dir das wirklich auch genauer angucken. Aber wenn die Zukunft hinter dir liegt. Alter, das stand doch da eben noch nicht. Du beschissenes Drecksspiel. Ja, vor allen Dingen, du malst, das ist ja auch so eine Symbolik für, du malst dir die Zukunft aus und versuchst darauf zuzulaufen. Ja. Ja, und dann fickt es dich gleich einfach wieder. Ist dann nicht crazy shit. Indem sie nicht mehr existiert, so wie du dir das vorgestellt hast. Aber mach mal weiter. Wie soll sie dann die Kraft finden, sich hier zu stellen? Und das war's. Das ist halt genau diese Symbolik dahinter. It says what it wants to say and then it ends. Didn't need anything more than that. Ey, war auch nicht nötig. Which to me is why it works. Because it gets out quick. Ja. Okay, next one. Also das war jetzt, also das ist halt das, was man im eigentlich immer so nennt, dieses Spiel muss nicht komplex sein, sondern es muss sich auf die Mechanik konzentrieren und die dann gut rüberbringen. Und das war jetzt zum Beispiel genau so ein Beispiel. Also allein, was man ja da rein interpretieren kann, anhand von dem bisschen, was man da jetzt eigentlich gerade gesehen hat, ist schon krass, ey.
hier jetzt irgendwie vorwärts laufen. Es geht ja eigentlich darum, dass jedes Spiel soll irgendeine Botschaft beinhalten. Das ist jetzt vielleicht nicht bei FIFA oder so. Nein. Aber wenn ein Spiel eine Botschaft überbringen soll, dann ist es ja egal, wie simpel oder wie komplex man das macht. Das kann sein, indem man einfach rückwärts laufen muss, oder es kann sein, indem man, keine Ahnung, ein riesen RPG draus macht. Ne? Na. Ich meine, da hätte es jetzt zum Beispiel bei dem Spiel, oder bei dem Spiel, nennen wir es jetzt einfach mal Spiel, weil es sind ja Spiele im Spiel, bei diesem Rückwärtslaufenspiel braucht es jetzt auch keine krasse Grafik und Gedöns, weil es ging halt einfach um dieses Phänomen, dieses, man fühlt sich unsicher und sieht nicht, was passiert. Mhm. Und man interpretiert halt dadurch schon. Das Menschliche halt von dem, was in der Zukunft liegt. Ne? Dieses, man weiß es ja eigentlich nicht. Na. Man denkt immer, man wüsste es, und man plant, weil du denkst, wie halt diese Tür, so du planst, auf diese Tür zuzugehen, aber eigentlich existiert sie nicht. Genau. Also wie so nach dem Motto, denkst, da wäre eine Tür in deinem Leben und du begibst dich auf diese Tür zu und im Endeffekt ist sie gar nicht da. Na. Ja. Das ist halt so, mehr. Oder nicht mehr, weil irgendwas in der Zwischenzeit passiert ist, ist einfach so deep. Brainfuck. Das hier erinnert mich jetzt so ein bisschen an die frühen Silent Hills, wo man immer mit dem Fock gespielt hat, um nicht weit sehen zu können. Du betrittst nun, ja, was betrete ich denn? Irgendwelche Geräusche doch hier, oder? And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Ach, wenn du das sagst. Ich hab's jetzt gerade voll nicht gecheckt. Oftentimes Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Whoa, okay. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Erstmal nicht zur Treppe gehen. Und hier runterfallen? Nee. Ja, viel zu komplex hier. Naja. Ah, guck mal, man kann hier hin. Irgendwas? I know it's tempting, but there's actually nothing over here. Sorry. Das ist aber echt gut gemacht. Das, weißt du, so, nee, hätte ich auch erwartet, aber nö, da ist nix, aber... Ist halt, muss man sich gewöhnt sein vom Macher von The Stanley Parable, weil dieses Spiel ja voll davon. Hier zum Beispiel finde ich es ganz interessant, was man auch bei den vorigen Spielen gemerkt hat. Es geht nie darum, irgendwelche Secrets zu finden oder irgendwo dahinter zu schauen, weil die Botschaft, die kommt von selbst. Die ist eigentlich so offensichtlich wie banal, wie krass irgendwie. Ja. Also ist halt wirklich das wird es in Zukunft auch geben. Du wirst eigentlich dich sehr oft umsehen und wirst erkennen. Ist einfach Es schlägt dir einfach ins Gesicht. Genau, auch wenn er Räume, also der Macher dieses Spiels, dieser Coder. Okay, man wird langsamer, wenn man hier hochläuft, okay. Ah ja. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why? If Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Okay. Siehst du, jetzt ist die Frage, drückst du enter oder kämpfst du dich so hoch? Weil eigentlich ist es ja so gedacht gewesen, dass du dich eben hochdrückst. Dieser Gedanke der Abkürzung, ne? Naja, das ist eigentlich eine Art Cheaten, wenn ich jetzt enter drücken würde, weil er hat sich's ja so gedacht, also... Frage ist, wirst du proportional langsamer und kommst nie oben an? Gegen Null strebend. Nee, also ich glaube, du bleibst jetzt schon bei derselben Geschwindigkeit. Ja. Da fand ich halt auch wieder diese Metapher halt. So diese eigentlich haben zumindest jetzt bis jetzt die Spiele diese Lebensmetaphern halt auch irgendwie. Naja. Zumindest kann man sie darin finden. Mhm. Also immer dieses... Nehme ich jetzt den Shortcut, so jetzt beruflich gesehen, irgendwie, ich gehe jetzt über den Vitamin B-Weg, um mich einfach nach oben zu cheaten? Na, ja. Oder kämpfe ich mich durch? Kämpfe mich selbst nach oben, ne? Also mit meinem Können. Also halt auch allein schon nur das. Es ist ja auch allein... Wie viel Interpretation es noch gibt. Naja, ich meine, es ist ja allein schon die Tatsache, dieses, nehme ich den Shortcut jetzt in dem Fall symbolisiert durch das, ich laufe wieder normal oder ich kämpfe mich hoch. Es ist ja auch eine Art von, man hat ein anderes
ich nenne es mal Glücksgefühl, wenn man gesagt hat, ich habe es jetzt so geschafft, wie es gedacht war oder von selbst geschafft, da hochzukommen und habe eben nicht den einfachen Weg genommen. Also man es fühlt sich halt, für viele ist es noch zumindest immer so, besser an, wenn man es halt wirklich so gemacht hat, wie es gedacht war und nicht dieses Jahr, komm, ich mache es mir jetzt einfach und drücke jetzt Enter und Also da muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, dass ich irgendwann Enter gedrückt habe, weil ich meine, gut, jetzt reden wir, jetzt ist das nicht so schlimm, aber wenn du natürlich da sitzt, denkst du, es passiert nichts, ne? Das ist langweilig, also ich bin glaube ich auch ungefähr, nee, so weit bin ich noch gar nicht, aber ich bin auch eine Ecke noch gelaufen und irgendwann habe ich gedacht so, ach komm, leck mich doch. Naja, genau. Aber das ist so dieses, auch wieder dieses Psychologische dahinter, ne? Dieses, ja, ach komm, leck mich doch. Das Psychologische ist auch, ne, du fängst an raufzulaufen, eine Treppe, ne? Na. Und du, ja, ich meine, du siehst dann, was oben ist, wenn du oben bist, aber er sagt dir, da oben hat sich eine Tür geöffnet. Na. Und dann kommt der Slow. Na. Dann musst du dir überlegen, ja, wie gesagt, ich sehe jetzt, eine Tür geht auf. Das heißt, ein Ausweg oder ein Ziel. Eine Möglichkeit, ein Ziel. Du hast einfach ein Ziel vor Augen. Die Frage ist jetzt, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, das zu überspringen, würden viele einfach Leute rumdrehen. Wahrscheinlich daran scheitern. Ja, die würden das nicht machen. Na. Das ist auch eine Botschaft. Man muss sich manchmal durchkämpfen. Wenn man ein Ziel sieht, muss man das verfolgen. Das ist wieder ganz melodramatisch hier. Ja, ja. Komplette melodramatisch. Also, das ist aber auch, glaube ich, das ist richtig. Ja. Das macht ja auch, glaube ich, das Ganze jetzt, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der ganze Sinn hinter The Beginner's Guide. Einfach dieses, ich meine, sorry, wenn man so ein Spiel releasen würde, jetzt mal, ich laufe mal ein Stück weiter, schon mal seitlich. Wenn man jetzt sowas releasen würde, weißt du, würdest du sowas im Netz finden, so ein Raum mit einer Treppe und das, genau das würde passieren, würdest du sagen, was für ein Schwachsinn. Warum sollte ich sowas spielen? So, aber im Endeffekt ist es genau das, was wir jetzt machen und du fängst halt an, die Gedanken darüber zu machen, warum, wieso, weshalb. Und das ist ja genau der Sinn dahinter. Ich hab dich jetzt nicht dafür belohnt, da hochgelaufen zu sein. Deswegen, ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Deswegen mache ich es jetzt auch. Weil das habe ich ja auch nicht gehabt, deswegen. Ja. Aber ich glaube, das wird ja wahrscheinlich nicht, weil eigentlich belohnt dich dafür ja auch niemand. Nee. Dass du dich da hochkennst. Du hättest es ja einfach machen wahrscheinlich können. Wahrscheinlich läufst du jetzt die ganze Zeit auch noch so scheiße langsam weiter. Wahrscheinlich, weil der Creator des Spiels noch nicht mal denkt, dass du das tust. Ja. Das siehst du doch. Lieber. Ja, guck. Du bist kein Tacken schneller. Ja. Selbst in dem Raum. Ist das jetzt die Metapher dafür, ja, Pech gehabt, du hast dein Ziel erreicht, das bringt ja nichts? Ja, oder du hast dein Ziel erreicht, aber es wäre auch einfacher gegangen, du Dödel. Na. Du Dödel. Ja, du Dödel. Ja, eigentlich, warum hast du dich abgekämpft, du Vollidiot? Ich hab dir doch die Enter-Taste gegeben. Ja, eigentlich auch schon wieder zweigleisig. Also dafür solltest du jetzt eigentlich ein Achievement kriegen, doch. Auf einem X stehen und 3 Stunden lang einen Berg. Hä? Alter, so viel kann ich nicht lesen. Du bist eine Tür. Ich auch nicht. Im Spiel erhältst du eine Reihe aufwendiger Anleitungen mit falschen Anweisungen. And nice and filled with little ideas. Ich glaube, du kannst jetzt Enter drücken. Nee. Nee. Das hat er so konsequent durchgezogen. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Muss wahrscheinlich zu der Tür da drüben, oder? Ah. Hat das selber geladen. Auf die Fische, fertig, los. Was? Aber das war jetzt halt echt so ein Paradebeispiel für, was das Spiele halt, also, was man mit Spielen halt auch zeigen kann, ne? Also dieses, das, wie es halt im Leben halt auch immer ist, dieses, du kämpfst dich ab und eigentlich dankt dir keiner. Ich meine, das war jetzt genau das, was wir hatten, ne? Selbst noch nicht mal der Ersteller, beziehungsweise dieser Sprecher hat dich dafür belohnt. Also ich hätte ja sogar eigentlich erwartet, dass er sagt so, hey, toll, aber eigentlich... Ich meine, es ist ja richtig, dass er das jetzt nicht tut, weil wir haben es ja eben schon gesagt, ist auch im echten Leben lobt dich dann keiner dafür. Nee. Ja, weil es hat ja einer gesagt, hier, mach das so, das geht schneller. Und du kommst zum selben Ziel und du sagst, nein, fick dich, ich mach das aber trotzdem so, wie ich will. Also eigentlich ist das vielleicht sogar auch schon fast dumm. Eigentlich, ja. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Puzzle.
Das ist ein Schalter. Also, sorry. Ne? Drücken und so. Ui, Rauch. Okay. Das ist deep, das Puzzle, Junge. Merkt das schon. Oh, jetzt geht die Tür wieder auf wahrscheinlich, oder? Ah. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Ja, ja. We're gonna see it a lot. Simpel, aber Puzzle geht da runter. Ah. Ja, 3 Punkte. Ja, 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 ja. Man fängt langsam an, irgendwie sich alles genau anzugucken hier. Mhm. Da muss ich gestehen, dass mir diese Weltpunkte zum ersten Mal auffallen. So that seems to be it, right? Wirklich? You walk nee. Down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. All right, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Was ist, wenn ich jetzt nicht enter drücken will? Dann... Mach das einfach. Ist das schon, okay. Oder was? Nö, ich hab nur E gedrückt, aber das ist vielleicht für ihn enter. Ja, okay, ja. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Ja, fantastic, either way, aber, ja. I think that the point is the same. Is that most of the time you don't get to know what you're missing. Or even that you're missing anything. That's aber not ist... your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Danke, ich wollte eigentlich noch was sagen. An diesem Punkt habe ich, des Spiels habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, muss ich jetzt das alles ablaufen? Nee, was die Faszination, glaube ich, da jetzt wieder war, was er ja gesagt hat, ist, dass du gar nicht merkst, was du alles verpasst. Das ist ja genau der Grund, warum viele Spieler in Singleplayer-Spielen und so halt anfangen, zum Beispiel in Source ist es ja relativ einfach, mit Noclip durch die Gegend zu fliegen und Sachen zu suchen, die du so normalerweise nicht siehst oder Sachen zu tun, die man normal nicht machen kann. Ich glaube, das war hier auch wieder so ein Element, weil einfach so viel noch gebaut hat, was du gar nicht gesehen hast. Genau, WoW versunkener hier Ampel-Dingens, ne? Ja, zum Beispiel. Zul'Gurub, ja. Ja, wobei man das manchmal auch alles hier nicht zu sehr auf irgendwelche Spielgeschichten projizieren darf, ne? Naja, natürlich, klar. Das in dem Fall ist das natürlich hier auch wieder so ein du weißt nicht, was manchmal hinter einer Fassade liegt. Mhm. Jetzt mal so ganz platt gesagt. Naja, klar. Menschlich betrachtet, einfach so komplett. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is.